Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es für dich ein Bauch-Beine-Po-Workout, das nur im Liegen auf der Matte stattfindet. Wir haben also auch keine Stützübungen, nichts im Stand, alle Übungen wirklich in Bauchlage oder in Rückenlage. Das heißt aber nicht, dass das Workout nicht anstrengend werden kann. Du wirst deine Po-, deine Bauchmuskulatur gleich auf jeden Fall spüren. Mach dich bereit, es geht gleich los auf der Matte. Los geht es runter auf die Matte für unsere erste Übung Hüftheben dynamisch. Die Füße sind aufgestellt, die Arme neben dem Körper, drückt den Fuß in den Boden, Spannung in den Po, langsam tief und wieder hoch, 40 Sekunden, das ist es. Du kannst die Arme auch stattdessen, so wie ich, hinter den Kopf nehmen oder eben neben den Körper. Achte ein bisschen auf deine Knie, dass die gerade bleiben und nicht so stark auseinanderfallen. Und versuch beim nach oben drücken den ganzen Fuß, aber vor allem die Ferse in die Matte zu drücken. Es geht um die Gesäßmuskulatur hier. Noch 10 Sekunden. Sehr gut, am Ende der Bewegung. Achtung, zack, wir bleiben halten. Glute Bridge halten, auch hier 40 Sekunden. Jetzt kannst du versuchen, wirklich alles aus deiner Gesäßmuskulatur herauszuholen, also wirklich kraftvoll nach oben zu schieben. Die Knie bleiben nicht zusammen, nicht auseinander, sondern bleiben zusammen. Der ganze Fuß drückt in den Boden und nochmal gezielt Po-Backen zusammenpetzen. Wir halten durch, nochmal einen Ticken höher. Noch 10 Sekunden. Und du darfst lösen. Perfekt. Streck die Beine kurz aus, kurz mal bewegen. Dann mach dich bereit für unsere nächste Übung, eine Bauchübung. Beine nach oben, heb den Oberkörper an, Spannung im Bauch behalten, Arme neben dem Körper. Wir senken die Beine im Wechsel rechts und links 40 Sekunden lang. Um den Nacken zu entspannen, kannst du auch gerne die Hände hinter den Kopf nehmen und den Kopf ja locker in die Hände fallen lassen oder sogar ganz auf der Matte ablegen, je nachdem, welche Variante für dich die beste ist. Es geht um den Bauch, mach die Bewegung nach unten hin groß, Oberkörper vielleicht nochmal etwas höher, wenn das geht. Wir halten durch. Und auch hier 10 Sekunden noch. Und perfekt, leg ab. Die Knie bleiben angewinkelt, nimm die Arme neben den Körper, Rotation in Rückenlage. Achtung, die Hände drücken fest in den Boden. Lass die Beine zu einer Seite fallen, halte dabei die andere Hand fest am Boden, spür die Dehnung, aber die Spannung in der Seite, zieh die Beine kraftvoll zurück und wir wechseln. Sehr gut, das ist es. Versuche den Kraftaufwand daher zu holen, wenn du die Beine wieder zurück zur Mitte ziehst. Also in der Wirbelsäulenrotation. Und geschafft. Perfekt. Die nächste Übung, Fahrradfahren. Wir bleiben in Rückenlage, ganz klassisch, wie man es kennt, 40 Sekunden. Du kannst mal probieren, ob du die Bewegung vielleicht etwas größer machen möchtest. Vielleicht auch die Beine etwas tiefer. Vielleicht schneller, vielleicht langsamer. Wir haben Halbzeit, 20 Sekunden. Und auch hier geschafft. Sehr gut. Roll dich zur Seite in die Seitlage. Jetzt geht es um die Gesäßmuskulatur. Abduktion rechts.
Das untere Knie ist nach vorne geschoben. Das andere Bein hebt aus der Hüfte an. Das ist es. 40 Sekunden. Du kannst dich vorne rück abstützen, je nachdem, wie du hier besser die Stabilität halten kannst. Es geht um die Gesäßmuskulatur. Daher hilft es, wenn die Fußspitze von dem Bein, das du anhebst, geradeaus nach vorne gerichtet ist und das Bein eher gestreckt. Noch 10 Sekunden. Und wir lösen. Perfekt. Achtung, Adduktion auf der Seite. Stell also jetzt den oberen Fuß vorne ab, das untere Bein ein bisschen zurück und nach oben ziehen. Zack, Adduktion. Also wir trainieren die Oberschenkelinnenseite. Mach die Bewegung nach oben hin so groß, wie das hier möglich ist und gib langsam immer das Bein nach unten zur Matte hin ab. Zehn Sekunden noch. Und perfekt, wir wechseln die Seite und haben jetzt erst Abduktion auf der linken Seite. Also unteres Bein wieder nach vorne schieben, Position ausbalancieren, finden, aus der Hüfte nach oben anheben, 40 Sekunden. Denk wieder daran, kraftvoll nach oben wegzuschieben und das Bein nach unten hin langsam dem eigenen Gewicht nachgeben, ohne einfach das Bein fallen zu lassen. Halbzeit, 20 Sekunden. Und sehr gut, wir wechseln die Position. Jetzt ist die Adduktion dran, also der obere Fuß nach vorne abgesetzt, Spannung in das untere Bein, nach oben anheben. Du kannst mal versuchen, so wie ich hier in der Übung, auf die Matte abzulegen. Vielleicht klappt das noch besser. Und wir lösen. Sehr gut. Für die nächste Übung Reverse Extensions kommen in die Bauchlage. Stützt die Hände vorne in die Matte. Die Beine sind gestreckt, aus der Hüfte hoch, langsam wieder senken. 40 Sekunden. Versuche dabei wirklich den Oberschenkel von der Matte zu lösen, die Hüftknochen in die Matte zu schieben. Halbzeit 20 Sekunden. Es geht um die Gesäßmuskulatur, um den unteren Rücken und um die Oberschenkelrückseite. Noch 10 Sekunden. Für die nächste Übung halten wir oben, Achtung, und drückt die Fersen zusammen. Spannung in die Beine, Fersen zusammendrücken. Das ist wirklich anstrengend. Versuche hier nochmal alles reinzugeben oder eben kurz zu lösen, wenn es nicht mehr geht, um danach wieder die Beine anzuheben, die Fersen zusammenzudrücken. Versuche dabei den Oberschenkel nochmal etwas höher zu kriegen, weg vom Boden. Bald geschafft, noch 10 Sekunden. Und gepackt. Sehr gut, es geht wieder in Richtung Rückenlage für ein paar Bauchübungen.
Als erstes Crunches, also klassisch erstmal in die Rückenlage, stell die Füße auf der Matte auf, Hände in den Nacken oder dahin, wo es für dich angenehm ist. Wir heben an, Crunches geben nach 40 Sekunden. Noch, Halbzeit also auch hier. Versuch mit den Schulterblättern von der Matte zu lösen, dich nach oben einzurollen. Wir spüren die geraden Bauchmuskulatur. Und perfekt, und das lösen. Arme neben den Körper, die Beine kommen nach oben. Reverse Crunches, also sozusagen andersrum, drück die Hände dafür rück in die Matte, zack, Popo nach oben, kleiner Kick, das ist es, langsam nach unten abrollen und eben vom Gefühl her mehr aus der unteren geraden Bauchmuskulatur arbeiten. Wenn die Bewegung bei dir nur ganz klein ist, also nur ein kleiner Hopser nach oben, ist das auch gar nicht schlimm. Halte durch, noch 10 Sekunden. Sehr gut, die vorletzte Übung. Es geht auch wieder um den Bauch. Die Beine bleiben oben. Überkreuze mit deinem rechten Bein dein linkes Bein von hinten. Arme über Kopf, zieh diagonal zu dem Fuß aus der Bauchmuskulatur. Im großen Kreis wechseln wir die Seite. Kreise, große, langsame Bewegung. Am Ende der Bewegung atme hier ruhig nochmal aus, zieh dich rund und klein zusammen. Maximale Spannung in die schräge Bauchmuskulatur. Das ist eine meiner Lieblingsbauchübungen. Versuch hier nochmal alles rauszuholen. Das ist auch die vorletzte Übung in diesem Training. Und gepackt. Sehr gut. Die allerletzte Übung. Es bleibt in Rückenlage. Die Beine ausgestreckt, die Arme neben den Körper. Achtung, Beine hoch, Oberkörper hoch. Wir halten 40 Sekunden. Du kannst, um es schwerer zu machen, mit den Beinen nochmal etwas tiefer kommen oder so wie ich kurz ablegen, wenn es nicht mehr geht und dann wieder nach oben. Aber je knapper du über der Matte bist, desto schwerer wird es. Du kannst auch zwischendrin mal nur den Kopf ablegen, nur die Beine oder mal beides. Aber wir halten durch alles, was wir haben, die letzten paar Sekunden. Noch 10. Und gepackt. Sehr gut. Zieh die Knie an, roll dich auf in den Sitz, Blick nach vorne. Perfekt, vielen Dank. Wie hat dir unser Workout im Liegen auf der Matte gefallen? Schreib es uns doch in die Kommentare und schreib uns auch, was dir sonst noch so bei Trainingsprogrammen wichtig ist. Im Liegen, im Stütz, im Stand, vielleicht hast du da ja irgendwelche Wünsche. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo und wenn du nicht genug von uns bekommen kannst, klicke auf jeden Fall hier für weitere Videos.